Hallo Christi und herzlich willkommen zurück zum Vlog Nummer 37. Ich habe jetzt seit längerem keinen Vlog mehr hochgeladen, aber ich habe mich dafür entschieden gehabt, die Themen in normalen Videos abzuhandeln. Es ist viel passiert und da wollte ich etwas ausführlicher darüber sprechen und ja. Jetzt sind die großen Arbeiten erledigt. Jetzt geht's weiter mit den Vlogs. Natürlich werden auch wieder normale Videos folgen, aber immer nur themenbasiert. Aber was ist passiert bei uns? Also, man sieht es hier. Wir haben sehr spät und etwas unerwartet von dem Lieblingshuhn meiner Tochter, der Frieda, das ist das Hühnchen hier, sie hat Eier ausgebrütet. Sehr, sehr gut für ein Hybridhuhn. Wie gesagt, normalerweise sind Hybridhühner nicht dafür bekannt, die besten Mütter zu sein, aber sie macht das sehr, sehr gut. Und momentan sind sie noch in einem Käfig, damit die Katzen nicht über die Kleinen herfallen. Sobald sie dann etwas größer sind, kommen sie zur normalen Hühnerschar dazu. Und außerdem ist noch der zweite Heuschnitt angelegen. Hier die erste Wiese haben wir schon abgeräumt. Die zweite ist noch zu machen. Es ist nicht besonders viel. Ja, das Wetter war jetzt teilweise zu kalt. Entweder war es zu heiß oder zu kalt. Das Gras ist nicht wirklich aufgewachsen. Es ist etwas zusammengekommen. Und das Ganze haben wir dann mittels Heugebläse auf den Heuboden geblasen. So, das ist jetzt unser Heuvorrat für den Winter. Es wird nicht mehr viel dazukommen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal die Möglichkeit haben werden, einen zweiten Schnitt auf einer der restlichen Wiesen noch zu machen. Die werden wahrscheinlich von den Schafen einfach so abgefressen. Ja, es ist auf jeden Fall, es passt sehr gut. Und zweiter Schnitt, nicht besonders viel. Qualität hat aber ganz gut hingehaut. Schön fein. Das brauchen die Schafe dann, wenn sie das nächste Mal trächtig sind. Freuen sie sich darüber. Und hier sieht man noch eine kleine Neuerung. Ich habe eine Treppe auf den Heuboden gebaut, damit man diese aber, weil sie ja doch sehr viel Platz verstellt, nach oben ziehen kann, habe ich mittels einer Winde und einer Umlenkrolle, die oben an einem Balken montiert ist, habe ich diese ganze Treppe so aufgebaut, dass man sie platzsparend nach oben ziehen kann. Sollte man wirklich mal was mit, wenn ein Traktor wieder reinfahren muss oder sowas, oder wenn auch wie hier das Gebläse wieder etwas im Wege steht oder es gebraucht wird. Ja. So, hier sieht man noch die Winde. Das ist eine Bootswinde. Und die Schafe, die werden demnächst geschlachtet. Diese zwei hier, das sind noch unsere Nachzuchten. Mal kurz einen Blick zu den Schweinen werfen. Sehen sehr gut aus. Wie gesagt, die große ist natürlich die Muttersau. Die nächstgrößere ist eines unserer Mastschweine. Das ist praktisch eines der Kinder von der großen, von unserer Zilli. Und die zwei, die was hier sonst noch rumlaufen, das sind, die haben wir noch nachgekauft. Und etwas, auf das ich ganz besonders stolz bin. Ich habe angefangen, Hartkäse oder Schnittkäse zu machen aus unserer Schafmilch. Bisher haben wir immer nur Frischkäse gemacht. Jetzt habe ich manchmal an Hartkäse probiert in unserem Reifeschrank. Dafür natürlich jetzt ja, noch etwas Aroma gewinnen, bevor er dann zu essen ist. Sieht schon sehr gut aus. Wie gesagt, Reifeschrank, da gibt es ein eigenes Video drüber. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da, einen Like oder einen netten Kommentar. Wir würden uns echt sehr darüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.